Einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebsten Butterblümchen. Hier ist wieder Schuseline in the house und wir machen ein Liebesorakel. Oh Wunder, oh Wunder. Wir machen aber nicht nur ein Liebesorakel. Wir machen auch, also wir schauen auch auf alle Bereiche, die dich im Moment betreffen. Und natürlich auch auf die Liebe. Wir wollen mal wissen, der Mensch, der da gerade in deinem Leben aufgeploppt ist, aufgetaucht oder schon länger ist, ganz egal, jeder hat da eine andere Ausgangssituation. Dieser Mensch, ist er der Richtige, ist so doof gefragt, weil richtig und falsch ist immer eine Sicht, eine Frage der Sichtweise. Aber machen wir es mal anders. Fragen wir mal, warum? For what? Ja, for what ist er aufgetaucht, der Gute? Das wollen wir wissen. Und die schlaue Eule will da heute mal drauf gucken, mit dem Lenormand, ne, natürlich. Und da können wir mal so auf den Punkt gucken. Und ja, ich gucke mal noch, was wir hier noch für Kärtchen nehmen. Das mache ich intuitiv dann während der Legung. Aber in erster Linie geht es immer darum, dieser Mensch jetzt, der da jetzt so aufgeploppt ist. Ist es jemand, der dich positiv voranbringt? Ist der aus einem bestimmten Grund da? Und den Grund wollen wir dann auch natürlich versuchen, auf den Grund zu gehen. Ich kann nichts versprechen, ne? Aber ich schaue. Und ja, wir nehmen das mal so ein bisschen unter die Lupe. Und zu meinem Thema. Oh, ja. Ja, ich sag's, der Name ist Programm. Zu meinem persönlichen Umzugsdrama-Thema, was ich ja hier angesprochen hatte jetzt schon, sage ich euch jetzt mal was, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe, da sind so viele Fragen, die immer wieder kommen und viele Ideen und sowas alles. Ich mache ein Video, wo ich meine Situation, wie das entstanden ist, damals mit Auswandern und, ne, weil die Fragen, die sind in den Kommentaren immer schwer zu beantworten. Ich erzähle das in einem Video, dann stelle ich das online und so kann ich immer sagen, hier, Link zu dem Video, schau dir das an, dann weißt du, wenn du das wissen willst, ne, sofern. Und dann mache ich nochmal einen Livestream, wo ich das auch nochmal, wenn Fragen da sind, live und stage beantworten kann. Ich lege auch zwischendurch dann ein paar Karten, so, ne? Als auch wiederum Wertschätzung, dass ihr so Anteil an mein Thema nehmt, was ich da im Moment habe. Was auch echt für mich ein dickes Thema ist, auch wenn es um Rückwanderung und dies Ganze angeht. Das ist schon ein großer Schritt. Ne? Wir sind schließlich, ist ja auch noch mein Sohn da. So, aber jetzt will ich nie wieder hier in meine Themen kommen. Pass auf, wir wollen jetzt wissen, hier, was Sache ist hier. Und was euch beide und alles um dich herum betrifft. Das heißt, es muss nicht unbedingt jetzt, du musst nicht zwingend ein Liebesthema haben, um dass diese, ne, dass du da mit gewissen Dingen in Resonanz gehst. Du ziehst dir das raus, was du für dich, mitnehmen kannst. Oder womit du gleich schwingst, sage ich immer so schön. So, jetzt reichern wir nochmal einmal durch mit dem Salbei. Den kann ich nur jedem empfehlen. So, meine Lieben, wisst ihr was? Soll ich euch mal was sagen? Heute scheint die Sonne. Ist es nicht wunder? Ich habe auch schöne, übrigens, habt ihr mal einen schönen Ohrring schon gesehen hier? Ich bin heute auch im Blümchen-Style mit den Ohrringen. Daddy, ich habe aber noch mehr im Petto. Oh, wenn ihr denkt, das war's schon, ich habe noch ganz andere Blumenstyles, glaubt mir. Das werdet ihr sehen. Ich nenne euch nicht umsonst Butterblümchen. Wenn du ein Butterblümchen werden möchtest, ganz kostenlos, brauchst du nur diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Moment, wir sehen uns gerade nicht. Und du wirst sehen, dir werden meine Videos vorgeschlagen. Sonst werden die nämlich nicht vorgeschlagen. Das sehe ich nämlich so viel mal hier an YouTube. Ne? Das kann ja wohl nicht angehen, sowas. Also,
Und ja, das so viel dazu. Und ich würde natürlich als Wertschätzung, Leute, ich setze mich hin, das ist nicht mal eben Schnibbeli-Schnupp, so ein Video, ups, oder so ein Kanal, das, den führt man schon mit ganzem Herzen. Und deswegen als kleine Wertschätzung ein Daumen nach oben, um die Joseline zu loben. Oder ein nettes Kommentärchen für mein Herz, den Algorithmus, ne? Ganz wichtig. Oder ein Abo eben. So on top. Am besten alles. Ich will alles. Na, du, aber ihr versteht das schon. Es ist einfach das Ding der Wertschätzung, dass man einfach, ja. Und glaubt mir, ich mache das hier kostenlos. Denn ihr seht, meine Aufrufzahlen, die sind ja jetzt auch nicht gerade im Himmel, ne? Und ich verspreche euch, dass ich an diesem Kanal hier kein Geld verdiene. Und darum sage ich auch, kann ich auch klar und deutlich sagen, dass das wirklich aus dem Herzen ist. Also, dass das hier, ich mache das gerne. Ich mache das wirklich gerne. So, und jetzt muss ich mir noch was zu trinken holen und dann starten wir direkt mit der Legung. Kleinen Moment. Söhle, da bin ich wieder. Und ich habe mir was zu trinken geholt. So, let's go. Wir wollten wissen. Okay. Warum seid ihr euch begegnet? Was steckt dahinter, hinter dieser rätselhaften Begegnung? Oder rätselhaften Verbindung. Ui. Ich mische noch einmal durch. Was dann springt, möchte sich auch nicht zeigen. Okay, das mischen wir natürlich jetzt auch noch mal durch hier, der ganze Kladderadatsch. So, nochmal. Ich sag, mischen kann man liegen. Mischen ist das A und O. Sehr interessant, der Schlüssel. Wir wollen wissen, ja, was ist denn der Schlüssel? Ne? Zu was führt der Schlüssel? Und was schließt der ein? Und das wollen wir jetzt rausfinden. Und das machen wir jetzt, meine gute Schnute. Und jetzt pass mal auf. Pass mal auf, die Schuseline, die weiße Eule, die sagt dir jetzt mal, was da Sache ist. Und zwar jetzt, Schnitzel. Komm, wir machen direkt hier. Ich, pass auf, ich benenne die Karten, ja? Ihr seht ja hier mein Brettchen und ich benenne sie. Also, wir haben hier die Vögel und oh, die Vögel, die Vögel, der normal Mensch. Ja, hier. Bing. Die Vögel, der Mond und dann bist du gesprungen, meine Liebe. Du schaust in Gefühle, in aufgewühlte Gefühle. Du hast in Bezug auf ein Thema, bist du aufgewühlt innerlich. Das heißt, bei manchen zeigt sich das so, dass die Gedanken den ganzen Tag darum kreisen, sie vielleicht nicht schlafen können. Bei anderen ist es dieses, wow, total verliebt oder total, ja, das Herz sozusagen open, ne, für jemanden und das eben bringt dich so außer, ein bisschen außer Kontrolle, so innerlich. Aber es geht um Gefühle, das heißt, da begegnen dir starke Emotionen auch zurzeit zu diesem Thema. Oh, und jetzt sage ich dir mal was. Das ist ein altes Thema. Es ist so wie der Baum, den du hier siehst. Stell dir vor, der braucht verdammt lange, bis der diese Wurzeln so in den Boden geschlagen hat. Verdammt lang. Also da kannst du nicht wie beim Gras mal eben zuschauen, so beim Wachsen. Ne? Und so wie dieser Baum über so lange Zeit seine Wurzeln in den Boden geschlagen hat, aber dann, den kannst du auch nicht mal eben umschubsen wie eine Kuh. Ne? Der steht wie eine Eins. Also da brauchst du dir, also damit will ich einfach, eigentlich will ich damit nur sagen, dass es eine tief verwurzelte alte Sache ist. Ein altes Thema, was dir jetzt begegnet gerade.
Also es ist tief verwurzelt etwas. Wir haben nach gefragt, warum seid ihr euch begegnet? Und ich sage dir, der Grund liegt tief in dir verwurzelt, in deine Seelenthemen, in dein Seelenzyklus. Du bist eine unsterbliche Seele, musst du dir vorstellen. Das hier ist hier mein schönes Blümchen-Outfit hier. Das ist, habe ich schön, ich habe mein Fahrzeug heute besonders schön geschmückt, sozusagen. Obwohl, das so gehe ich auch in der Freizeit, ne? So ist jetzt auch nicht. Ne? Auf jeden Fall habe ich mich hier, das ist mein äußeres Kleid, mein Fahrzeug, aber da drin wohnt ein unsterbliches Bewusstsein, was immer wieder zyklisch Erfahrung macht. Wie eine Achterbahn, die. Sag mir doch mal einer, egal wo du stehst, egal was du Karriere, Beruf, Finanzen und wat und pi und pau und po. Das ist völlig egal, wo du stehst. Jeder hat diese Zyklen, diese Phasen, diese Aufs und Abs der Emotionen, dann sind es andere Probleme. Die sind nur verlagert. Und hier geht was zurück. Auch auf das, da sind schon viele Zyklen sozusagen gewesen. Und jetzt kommen wir der Sache mal so langsam auf. Strabub, schrabi, wollte ich sagen. Und da kommen wir der Sache nämlich langsam auf den Grund. Und da haben wir den Hund. Es reimt sich. Und das kann nur gut sein. So, jetzt gehen wir der Sache auf den Grund. Und da haben wir hier den Hund. Und der Hund ist so bekannterweise für mich die einzige Karte, die so eben auf diese Seelenebene Seelenebene geht. Ne? Also das heißt, hier ist etwas, was länger verwurzelt zurückliegt und bereinigt werden möchte. Und egal, was du ja jetzt auch für ein Thema hast, ne, die Gefühle, die dir jetzt begegnen, das ist etwas, was jetzt gerne aufgelöst werden möchte über bestimmte Wege, über einen bestimmten Weg. Wir haben hier den Anker, der grundsätzlich für etwas, was fest, also sich verankert. Das heißt, die Entscheidung, die Emotionen, die Gedanken, all das, was du jetzt kreierst sozusagen in deinem Leben, ne? Aus dem bunten Meer aller Möglichkeiten. All das ist etwas, was für langfristig ist. Also was dir jetzt widerfährt, das fühlt sich für dich wahrscheinlich auch schon so an, als würde sich da eine gewisse Thematik oder Problematik langfristiger immer wiederholen oder immer wieder mal, sozusagen, man tritt immer wieder auf denselben Scheißhaufen, ne? wo man ganz genau weiß, da ist jetzt der Hundehaufen, ja. Und jeden Tag geht man wieder aufs Neue, tritt man rein, so ungefähr. Ne? Täglich grüßt das Murmeltier, ne? So, aber es geht eben jetzt darum, andere Entscheidungen zu treffen, die Dinge anders zu bewerten, sage ich immer. Ne? Du gibst den Dingen die Bedeutung. Es ist erstmal jetzt alles da, aber du gibst den Dingen die Bedeutung. Und du hast dem jetzt viel Aufregung, viel Energie reingegeben, aber so chaotische Energie, nenne ich es mal. Ne? Nicht geordnet. So, der Baum, der jetzt verwurzelt wird, das hast du noch im Gepäck. Das ist das, was passieren möchte und was jetzt passieren wird. Denn der Hund ist dein treuer Gefährter, meine Gute. Hier. Der Hund ist dein treuer Gefährter. Er ist hier auf diesem, in diesem Lendemoor ist es ein Blindenhund. Das heißt, auch wenn du nicht siehst, führt er dich oder, ne, wie man es auch immer. Und zwar liebevoll, auf eine liebevolle Weise. Damit will ich nicht sagen, da ist jemand, der dich irgendwie durch die Gegend führt. Aber es ist ein Mensch, der dir zur Seite steht. Ja, und da geht es eben darum, dass du auch tief in deiner Seele das Bedürfnis halt wirklich hast, in einem Thema echt anzukommen. Und wenn es die Liebe ist, dann würdest du gerne da einfach jetzt mal ankommen und in die sichere Position gehen. Na, schauen wir mal weiter. Oh, das geht nur in kleinen Schritten. Das wird, ich kann dir jetzt schon prophezeien, meine Jute, das wird nicht mit einer großen Entscheidung, mit einem großen Schritt passieren. Das dauert ein bisschen länger. Also es sind klein, Step by Step. Da gab es mal früher so ein Lied zu meiner Zeit. Das hieß auch so. Mein Gott. Wenn man sich so, ach, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen, mich selber die ganze Zeit zu sehen. Ey, das ist echt heftig.
wollte sich deftig. Was für andere so voll normal ist, ne? Boah, ist voll krass. Schusseline entdeckt die Hightech-Welt. Naja, aber komm, hier jetzt mal Butter bei der Fische hier wieder, ne? Hier kommen wir nämlich wieder beim Hafen. Der Butter bei der Fische, hier haben wir nämlich ja den Anker in kleinen Steps. Also haben wir gesagt, kleine Schritte, ne? Oh, und es geht darum, es geht darum, dass das, was bei dir innerlich eigentlich alles schon stattfindet und alles da ist. Das heißt, beobachte mal so ein bisschen deine Gefühle. Guck mal nicht so, versuch mal bei diesem Thema, wo du gerade steckst, oder, ne, gehen wir mal hier. Ich spreche übrigens immer aus der Sicht einer Frau, die einen Mann liebt. Das ist geschlechterlos, das heißt, das heißt, ob Mann oder Frau, drehst dir, wie du willst. Ich muss das so sagen, sonst kann ich nicht im Fluss bleiben, ne? Also, es geht also darum, die Gefühle, die in dir zurzeit brodeln. Und ich habe ja gesagt, da geht sehr viel Aufregung bei dir zurzeit ab. Da ist viel Chaos, ne? Also, und das du möchtest, dass das in die Ordnung kommt. Und das ist eben diese Verwurzelung. Übrigens, ganz wichtig anzumerken, was auf Seelenebene einen stark belastet über einen längeren Zeitraum, das kann irgendwann, wenn ich erkläre das jetzt mal so, irgendwann sagt dein kleines Seelchen dann, du, ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, dir irgendwelche Zeichen zu geben, mich bemerkbar zu machen, dich auf jetzt zu erinnern, was du dir vorgenommen hast, aber du hörst mich nicht. Jetzt muss ich das über einen anderen Weg machen. Und dann kann das über einen körperlichen Weg gehen. Ne? Also es fängt meist an, ja, dass man sich auf der Gefühlsebene nicht mehr wohlfühlt, dass man zu viel negativ in der niedrigen Schwingung sozusagen ist. Es wird dann ja auch nicht leicht gemacht. Ne? Jetzt will ich aber mal ganz ehrlich was sagen. Das sagt sich immer so schön für jeden. Bleib positiv, Positivity. Ja, natürlich. Weil sonst kann man ja ganz aufgeben. Das sage ich mir auch immer. Mein Gott, nützt doch nichts. Sonst kannst du ja gleich hinschmeißen. Natürlich. Aber es sind aber auch Zeiten für sehr, sehr viele Menschen da draußen, die verdammt hart sind und wo man nicht immer mit einem Lächeln durch die Gegend laufen kann, als ob einem die Sonne förmlich aus dem Hintern scheint. Das ist nun mal so. Und es ist ein Kampf, den man hat. Jeder für sich auf seiner Ebene. Ne? Das möchte ich hier mal festhalten. Und deswegen ist es auch so schwer geworden, ihr müsst euch das so vorstellen, so wie das im Kollektiv unter den Menschen, wo wir jetzt stehen, als Menschen ist, so zeigt sich das in den Beziehungen, in den Verbindungen der Menschen auch wieder miteinander. Dass sich so viele so schwer tun, einfach in etwas reinzugehen, kennenlernen und dann weiter, nein, bloß nicht zu weit und nicht zu nah und ja, total und gar nicht mehr selber wissen, Gefühle, was ist denn das? Wo kann man das kaufen? Ne? Also, und da, das ist wirklich so. Das ist auch so eine Veränderung einfach, die da stattgefunden hat mit der Zeit. Und jetzt fällt es immer mehr Menschen halt schwer, diese Kontrolle oder eher gesagt diese Sicherheit, die da eben vorher vorhanden war. Jeder hat ja hier, das ist der Schlüssel, der Anker, jeder hat ja da so seine eigene Sicherheit. Über die Veränderung. So, jetzt gucken wir mal eben hier. So. Warte, ja, oh je. Also, ich habe ja gesagt, das Ganze, was innen stattfindet, möchte jetzt nach außen. Ne? So, das ist wie, was im Kollektiv so ist, manifestiert sich ja irgendwann auch nach außen. Und, kleinen Moment. Ich
musste kurz unterbrechen. Mein Sohn ging hustenderweise hier durch den Flur. Der ist nämlich heute schwer krank zu Hause. Wenn Männer krank sind, kann ich nur sagen, die sterben direkt weg. Also, na, gefühlt, jetzt sage ich mal so. Und der wollte nämlich gerade mir sozusagen damit zeigen, Mama, wie kannst du nur, ich sterbe hier gerade und du drehst ein Video. Und deswegen musste ich mal eben so erste Hilfe leisten, ne? Bei dem schrecklichen Husten. So, aber jetzt bin ich wieder hier. Schwupp drin, pass mal auf. Ernsthaft jetzt. Pass auf, wir waren an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das, was du innen fühlst, dieses Chaos, was sich innen bei dir im Moment bemerkbar macht, und wo du manches halt nicht so zuordnen kannst, das ist jetzt manifestiert sich jetzt im Außen. Das heißt, du bist schon an einer Stufe, wo das, was innen ge gefühlt, gedacht wird, das Innere, deine Seele, nenn es wie ihr willst, ne? Was gelebt werden möchte, Begegnungen, die stattfinden sollen und so weiter. Das manifestiert sich jetzt gerade. Und vielleicht ist es jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auch bei dir im Leben, dass so komische Zufälle passieren, sag ich mal so, wo man so sagt, ne, das war jetzt ein Dinge, ne? Also ich meine damit, man trifft auf irgendwelche Menschen, wo man das, was man vorher nie gedacht hätte. Also irgendwas verändert sich. Ich könnte jetzt oder kommt in Situationen rein, die so auch nicht jetzt nur in der Liebe, sondern ganz mal roundabout, sage ich mal so. Ne? Also es heißt, bei dir manifestiert sich etwas jetzt, es verändert sich etwas Größeres. Und das passiert über deine Gefühle. Und natürlich die Gedanken ist klar. Ne? Jetzt heißt es, sich verankern. Du sollst so ein bisschen Wurzeln schlagen. Für dich, also du bist hier klar jemand, der gut alleine stehen kann. Es geht hier nicht darum, dass du da jemanden hast, wo du sagst, ich bin abhängig. Das sowas so in dieser Form. Ich kann nicht existieren. Das nicht. Aber es geht einfach darum, Wurzeln zu schlagen. Das heißt, in einer im Gleichgewicht auf Augenhöhe liegenden ausgeglichenen Verbindungen, ne? Wo mal der eine auch mal so einen Down haben kann und dann hat der andere, dann ist der andere da, der sagt, hey, komm, ne? Morgen scheint die Sonne wieder und umgekehrt genauso, also oder eben jeder so seine Anteile mitbringt. Guck mal, wir verbinden uns ja, wir suchen ja immer so die Verbindung, auch wenn wir Menschen sagen, hey, ich kann eigentlich gut alleine sein. Irgendwann fehlt dann doch dieses, ne, dieses Stück, oder man sucht sich halt eine Verbindung dann, in die man reingehen kann. Wir menschliche Wesen, wenn wir keinerlei Verbindung haben, dann ist das ganz, ganz furchtbar für uns, ne? Das macht dann auch was echt mit an. Deswegen suchen wir irgendeinen Weg und irgendeine Form in Verbindung reinzugehen. Und so auch in der Liebe natürlich. Und da sucht man sie nie aus, ne? Also das heißt nicht hier, ich entscheide mich jetzt hier für Karl August Pedersen oder so, sondern das Bums, das passiert, das bricht dir so ins Leben rein. Und hier ist es eben so auch. Und du musst das jetzt zuordnen und jetzt manifestiert es sich schon, meine Gute. Und hier haben wir an der Stelle die Störche liegen, nämlich unter dem Anker und dem, das Störche unter dem Anker und dem Schlüssel. Das heißt einfach so, es ist doch dieses Ankommen oder Verwurzeln ist, dafür ist eine Veränderung notwendig. Und vor allen Dingen, und das ist noch wirklich, auf diesem kleinen Brett ist das nicht so der Brüller hier, ne? Aber ich muss das jetzt mal so machen. Guck mal, aus der, was wir hier in der Mitte, also wenn wir das so als, es geht so spitzig so zu, das ganze Kartenbild, ne? Und hier die tragende Karte ist der Berg und das Kreuz. Das heißt, so ganz so einfach ist das alles nicht. Da hat jeder von euch beiden, von den Beteiligten, auch so dran zu tragen. Also da kommen schon einige Hindernisse auch auf dich zu. Aber diese Hindernisse führen dich zu diesem Gefühl, was du so von der Seele her
brauchst oder suchst, von Verwurzelung, die Wurzeln zu schlagen und in eine ausgeglichene, nämlich hier der Hund, ne, so auf Seelenebene ausgeglichene Verbindung zu gehen. Ne? Das heißt, jemand, der auch im Außen zu dir steht. Wir haben nämlich den Park hier liegen. Manche haben vielleicht dann die Situation, dass dieser Mensch im Außen einfach nicht so zu dir steht. Andere wiederum geht es um ganz andere Themen. Das ist halt allgemein hier und da muss jeder so gucken, wo ist meine Linie, wo ist mein roter Faden da so. Und da müsst ihr so ein bisschen Gefühl für eure eigene Intuition wieder so kriegen. So dieses, Mensch, das ist jetzt doch wie an meiner Adresse so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, die, was wir in der Mitte haben, das, ne, so, was so raussticht, das sind die Sterne, die Klarheit. Das heißt, klare Sicht, so wie ich jetzt hier, ne? So klare Sicht aus den, guck, da nehmen die Wolken, also das heißt, Klarheit. Es steht aber auch immer so ein bisschen unter einem guten Stern. Das heißt, ups, die Sterne sind eben, meine Güte, die Sterne sind eben auch ein Zeichen für klare Sicht. Stellt euch vor, ein Date mit deinem Herzensmenschen unter einem klaren Sternenhimmel. Wunderschöne Sterne. Ihr liegt da auf einer Decke mit einem schönen, was weiß ich nicht, Erdbeerteller oder so dabei. Mein Gott, schöne Blumen um euch herum. Ein Blumen. Und schaut in den klaren Himmel. Diese, was sind doch super Hammer-Vibes, die man da hat. Und diese Energie, die kannst du da so mitnehmen, als Vergleich zu die Sterne, dieses, ne? Halt steht unter einem guten Stern, trau dich da. Sterntaler gibt es auch das Märchen, ne? Trau dich sozusagen, du selbst zu sein, trau dich, dieses Hindernis zu überwinden. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage Hindernis. Jeder hat seine eigenen Baustellen, sage ich ja nur. Dieses verlagert. Aber wir haben alle diese Rollercoaster, dieses Uf und Abs, Abbe und Uwe oder wie das heißt. Uwe und Abbe hier, ne? In der Schweiz. Wie heißt er denn? Uwe und Abbe. So. Also diese Uwe und Abbe, die haben wir alle, wir Menschen. So, und diese Herausforderung heißt es zu nehmen. Jetzt haben wir das Kreuz da liegen. Jetzt wollen wir wissen. Jetzt wollen wir der Sache mal um den Grund gehen hier, ne? Jetzt wollen wir mal wissen, was ist denn dieses noch so Schwere, was da drauf liegt, ne? Weil, ich sag mal so, die Verbindung ist ja da zwischen euch. Du schaust ja nicht umsonst in dieses krasse Gefühlsthema rein. So, immer jeder muss gucken, auf welchem Gleis du fährst. Geht es bei dir um klar um Liebesthema, ne? Dann es kann aber auch eben andere Themen betreffen, ne? Wo, der Grund und Boden der gleiche ist, so im Prinzip. Ich gehe jetzt mal von einem Liebesthema aus, ja? Und ich sage dir eben, Wurzeln schlagen aus dem Gefühl heraus, da ist es ganz wichtig, auch vor allem, weil die Sterne so in der Mitte liegen, da ist es ganz, ganz wichtig, aus dem Gefühl raus auch zu handeln und sich nicht fehlleiten lassen im Grunde genommen und zu sehr vom Außen beeinflussen lassen, sondern da ist so ganz wichtig, dass man da zu sich selber kommt, ne? Und das kann man am besten, das ist wirklich so, wenn man ein bisschen Stille hat. Und es ist egal, wie du das machst, ob du meditierst oder ob du in den Wald mal gehst oder sonst wo gehst, wo du einfach mal ohne irgendwas ein Stück gehst und eine gewisse Stille hast und du wirst sehen, wie auf einmal was anfängt irgendwann, wenn, ne, das ist natürlich nicht wie ein Wunder sofort, aber wenn man sein Herz dafür öffnet, was auf einmal mit dir kommunizieren möchte. Nämlich nicht hier dieses Gedankenkarussell, was man da hat. Das kann man auch Ego oder sonst wie nennen. Und auf jeden Fall so, und die Schaltzentrale. Sondern, was von unten kommt. Oh, da haben wir es schon. Okay. So, und die Frage war ja, was ist denn da so schwer? Entschuldigung, mir juckt die Nase. Ich muss mal eben Schluck trinken, meine Güten.
Ein Schluck. Das mit. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Oh, da sind aber einige gesprungen. Da wollen wir mal durch hier. Wir mischen mal einfach so ein bisschen. Also, so mischen wir die jetzt. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Platz, weil wir wollten wissen, die einzigen, die wir liegen lassen. Nee, doch, doch, nee, doch. Oh. So, pass mal auf. Die einzigen, die wir liegen lassen, ist der Berg und das Kreuz. Denn wir wollten wissen, ja, was ist denn jetzt so schwer daran? Also diese Aufgewühltheit und das Ganze, was bei dir jetzt alles so stattfindet. Ja, was ist denn die Essenz der ganzen Sache? Na, warum bist du diesen Menschen begegnet? Und warum laufen die Dinge, sind die Dinge so gelaufen? Und stellen sich gerade zur Zeit so dar. Oh, du liebe Zeit. Wir haben hier also erstmal die Ehren. Ich halte die Karten rein, ja? Ihr könnt ja dann so, wenn ihr euch die angucken wollt, auf Pause drücken und die euch in Ruhe angucken. Aber wir haben erstmal Ehren, ist ja schon mal klar, das ist Getreide. Das heißt, da ist etwas, wo wir noch den Bauern, der auf dem Feld, ne, von früher so die Bilder kennen, mit dem Pferd und schwer gearbeitet, und auch heute die Landwirte, die noch schwer arbeiten, die ja noch richtig anpacken müssen. Das heißt, hier geht's darum, und da haben wir den Berg, das bestätigt den Berg hier einfach mal so auf dieser, das sind die Seelenspiegelkarten, ne? Und ja, das heißt eigentlich, das ist schon harte Arbeit, also das ist ein ganzes Stück, was du da auch zu schaffen hast oder schon geschafft hast, wie auch immer. Es ist einfach, es geht darum, hier muss Energie aufgebracht werden, um die Situation schön zu manifestieren, im Grunde genommen. So einfach ist das. So, also das heißt einfach, da haben wir eben, aber es bedeutet genauso im Anschluss, also harte Arbeit, also da könntest du sagen, da kommt ganz dicke Dinge. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, dass du die Lorbeeren ernten kannst, so in Anführungszeichen. Das heißt, da diese harte Arbeit macht sich bezahlt, auch in Anführungszeichen. Also das heißt, da kommt ein gutes Ende, da kommt Fülle. In diesem Thema, was du hast. Das heißt, in der Liebe ist es dann die Erfüllung in der Liebe. Die erfüllte Liebe. Boah, das ist ein Titel. Den werde ich, glaube ich, nehmen, weil darum geht es nämlich eigentlich, wisst ihr das? Und jetzt themenunabhängig, aber um die Fülle, um das Erfülltsein von zu diesem. So, und in der Sicherheit. So. Und dann lübt das von Jens alleine in diesem Fall. Pass mal auf, jetzt haben wir ja die Schwere. Also das heißt Schwere, das heißt, du musst da schon gewisse Kraft noch aufwenden, stark für dich selber. Oh, hier haben wir, und was haben wir hier, den Hund nochmal, schwubbidiwupp, wir hatten den doch vorhin schon mal, wo ich gesagt habe, der Hund ist so diese, der treue Begleiter, Seelenbegleiter, Seelenpartner, Seelenlernpartner, nenn es wie du willst, sind wir alle untereinander. All die Begegnungen, die wir miteinander haben, können uns da oder dahin führen. Sind immer Möglichkeiten. Es ist erstmal nur eine Möglichkeit. Es ist eine Begegnung. Und dann das Gefühl, die Betrachter vom Betrachter, das Gefühl, der Gedanke, die eigene Bewertung, die machen es erst zu etwas. Vergesst das nie. Ne? Das ist Fakt. Ganz einfach. Und da wird es interessant, wenn wir uns mit der Quantenmechanik beschäftigen, denn die Wissenschaft heute, die weiß das eigentlich alles schon. So, und dann haben wir hier einen treuen, engen Freund. Ups, ich verbrenne mich hier gleich. Einen treuen Freund, einen Begleiter, einen Beschützer, jemand, der dir Halt gibt. Das heißt, das ist das. Hör mal, und ich will nicht damit sagen, du brauchst hier jemanden, der für dich, weißt du, der dir dein Leben weist oder der so, du kommst schon sehr gut alleine. Klar, damit meine ich, du bist da nicht die Unselbstständige, die sagt, Hilfe, Hilfe, ich brauche jetzt einen Beschützer, ich habe hier Angst in dieser Welt.
sondern es geht einfach darum, eine gewisse Loyalität zu dem Menschen zu haben, die einen durchs Leben begleiten. Und das ist ganz egal, was für eine Verbindung das ist, ob das jetzt in der Liebe ist oder sonst was. Ne? Es geht immer um, wie loyal ist der andere Mensch, ne? Und wie, was hat der für Absichten? Und in dem Fall sind es eben die beschützerischen Absichten auch. Das heißt, dieser Mensch hier, der möchte auch, der möchte, dass du dich geborgen fühlst. Das möchte er, das ist erstmal das Gefühl von ihm heraus. Er möchte, dass du dich geborgen fühlst, dass du dich beschützt und vertraut eigentlich. Da komme ich gleich zu, eigentlich fühlst, ne? Aber wir haben ja hier eben den Berg. Das heißt, ich habe ja von der langsamen Verwurzelung gesprochen, ne? Und hier ist ein Thema, was wirklich langsam verwurzelt. Aber dann ist es eben auch dieses, dieses Besondere. Und das ist übrigens meist ein sehr sensibler Mensch, zeigt es aber nach außen nicht. Das heißt, das sind dann eher Menschen, die nach außen gar nicht so wirken wollen. Jeder auf seine Weise, aber die wollen nach außen so ein anderes Bild rüberbringen, ne? So nicht das Sensibelchen, ne? So sag ich mal. So, aber pass auf, es geht noch weiter. Wir sind ja noch nicht hier am Ende der Fahnenstange. Oi, der Rauch, die Schnauch. Und wie gesagt, wenn ihr die angucken wollt, länger, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Der Rauch, dann macht er auf Pause, genau. Der Rauch ist Räuchern, Bereinigung. Hier geht es darum, dieses alte Thema, was meiner Meinung, meinem Empfinden nach diesem Kartenbild heute, lange schon zurückliegt, sich wiederholt, in gewisser Weise, vielleicht in anderen Farben, in anderen Bildern, aber es ist ein wiederholtes Gefühl, etwas, womit du immer wieder konfrontiert wirst. Und auch jetzt ist es wieder so eine... Und jetzt kommt es drauf an. Ba-bing, ba-bang. Da muss ich einmal machen. Tut mir leid. Jetzt kommst du mir drauf an. Ang-bing, wichtige Durchsage. Jetzt kommst du drauf an. Wie gehst du damit um? Machst du einen Durchbruch und sagst, okay, jetzt schaue ich mal, warum wiederholt sich irgendetwas? Wo kann ich jetzt mal, ihr kennt den Film Täglich grüßt das Murmeltier, das wäre ein gutes Beispiel. Der wiederholt sich ja immer derselbe Tag wieder und wieder und wieder und der fragt sich mal, warum. Und am Ende irgendwie sozusagen, jetzt Spoiler, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Am Ende jedenfalls ging es darum, dass er erkennt, dass er selbst ein Egoman ist und durchs Leben geht und überhaupt nicht mehr bei den anderen Menschen und einfach mal bei dem anderen Menschen mehr sein musste wieder und in Verbindungen reingehen. Das waren alles so Oberfiguren, dies und das, ja, vielen Dank, auf Wiedersehen, ja, und so. Und damit will ich jetzt nicht sagen, hör mal, du hast hier voll den Egoman, aber es ist so eine Metapher jetzt oder ne, symbolisch dafür, dass dieses, wie er dann nach außen hin manchmal wirken will, das ist ja so auch der Hund, der dann auch eine gewisse Maske, die er dann in dem Moment, weil eigentlich ist er ja auch ein Sensibelchen, aber da will er schon der Beschützer sein. So. Und da setzt er sich auch oft zu große Herausforderungen, zu große Berge, wo er drüber, also das heißt, besonders das, besonders gut zu machen, besonders. Und diese Herausforderung oder diese Messlatte, die setzt er sich bloß selbst. Das ist in seinem Kopf, ne? Aber das ist alles dieser Weg, den er gehen muss, ne? Das ist das Ding so an der Sache. Und du musst das in deinem ganz eigenen Ding. Aber es geht darum, etwas zu bereinigen. Und hier geht es auch darum, eben das, was von sich immer wiederholt, was du irgendwie immer mitgenommen hast, jetzt ein für alle Mal in Rauch hier aufzulösen. Wir lösen es in Rauch auf. Und zwar ein für alle Mal. Das machen wir jetzt hier on stage, Leute. Und zwar für alle da draußen, die das Gefühl haben, es wiederholt sich hier etwas. Und jetzt ist die Situation gerade wieder herausfordernd, schwer, nicht richtig schwer zuzuordnen. Und ja, oft verwirrend, seltsam, Gefühlschaos. Ich könnte so viel mehr sagen. Ne? Jeder hat ja da eine andere Situation.
Für all die da draußen. Wir bereinigen das. Und jetzt hier. Ein für alle Mal. Und es wird ein neuer Weg. Eine neue Ära bricht jetzt hier an. Und zwar die Ära des Neubeginns, der neuen Ära. Wir haben es alle in Rauch aufgelöst. Den ganzen alten Mist. So, und jetzt tust du dein Teil dazu, trägst du jetzt bei, indem du in die Handlung gehst. Und das fängt ja beim Denken und das Bewerten und ne? So, und dann geht das mit euch beiden auch voran. So, ach, wie schön, dann haben wir nämlich noch, ups, falsch rum. Okay, ja, dann haben wir noch den Keller. Zum einen, wir haben hier sozusagen wie heißt das denn nochmal, Mensch? Wir haben Gegensätze, so, puff, zwei Fronten. Wir haben zum einen den Regenbogen. Seht ihr überhaupt was bei dem Rauch hier? Und zum anderen den Keller. Aber ich erkläre das jetzt. Ne? Wir haben ja auch hier das Kreuz liegen, das heißt Herausforderung oder so. Das, was schwer wird oder ist, liegt ja sowieso da. Ne? Aber einfach kann jeder, sage ich immer. Ich sage immer, weißt du was? Einfach kann doch jeder. Ne? Warum nicht den schweren Weg? Ich sag dir, warum nicht. Ich sag dir, warum den schweren Weg. Weil es oft auf die Zukunft gesehen, ich versicke voll in Rauch gerade, Entschuldigung. Weil wir oft das Schwere, das Herausfordernde, das was so richtig uns langfristig, uns als Wesen langfristig was mit uns macht. Was ganz intensiv ist so. Was schwer über dieses Anwenden nur easy peasy, hey, easy going ist, ne? Dann lernt man nicht wirklich viel für die Seele, für die, diese, da ist man, kann man hier vielleicht Spaß haben in dieser 3D-Welt hier, in dieser, wie nenne ich das jetzt hier? Ja, in dieser materiellen Welt hier kann man da vielleicht ganz gut leben, aber es geht ja darüber hinaus noch weiter, ne? Und da muss man halt gucken, wem ist was wichtig in dieser Zeit, die er hier hat, erstmal, ne? So wie sie jetzt ist. Und da kommen wir jetzt zu euch beide. Wir haben hier nämlich zum einen den Regenbogen. Das heißt, hier kommt richtig super nach. Guck mal, die tanzt hier so. Ich habe es ja rein, ne? Die tanzt da so unter dem Regenbogen, fühlt sich frei. Oh je, ich muss die Karte, sonst kriege ich nachher hier eine Dingens wegen Nacktheit oder so. Und dabei ist sie gar nicht, die hat ja was an. Aber egal. Ne, hier. Also es geht um Situation, um eine Situation auszuheilen. Die Heilung, nämlich genau das hier, den Tanz unterm Regenbogen, dieses Befreiung, also sie springt ja auch so befreit. Das ist dieser Rauch, der vorher ja, ne, dieses... Boah, sich zu befreien von diesem ganzen Ballast, den man vorher so empfunden hat, ne? Und aus diesem Keller, wo man sich drin gefühlt hat, hier, hier steht auch, ne? Alte Erinnerung, hier ist etwas im Keller, aus dem Keller bei dir. Ich habe ja gesagt, da wiederholt sich was, oder da ist etwas, was tiefer sitzt. Wir hatten zu Anfang ja nach, warum? Warum seid ihr euch begegnet? Warum ist diese Liebe, ne? Warum ist es, wie es ist? Und jetzt ist es halt das, sollte etwas nochmal von unten hochgeholt werden. Und aber auch eine Chance nochmal kommen. So, dass man sagt, ey, jetzt aber endlich hier nach dieser harten Arbeit die Ehren nicht vergessen hier. Endlich wird geerntet. Und ne, es ist Erntezeit. Harte Arbeit hat sich gelohnt und ich kann unterm Regenbogen tanzen. Ne? So. Das ist dieses, was dann ansteht für dich und ihm und für euch beide, wenn er möchte. Also es ist immer eine Sache von der eigenen Entscheidung. Aber hier geht es wirklich um alte Erinnerungen. Da liegt etwas Altes zurück. Wir können da mal in Zukunft ein bisschen genauer nochmal in sowas da nochmal reingucken. Ne? Es ist ja auch immer so, jeden Tag
Ist ja auch nicht immer jeden Tag ein und dasselbe, die ein und dieselbe Mensch betroffen. Was rede ich denn jetzt hier? Ich rede schon wieder ein Kuddelmuddel. Nein, ich will das anders sagen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich sage das anders. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich hau hier ungefähr Pi mal Daumen jeden Tag eine Legung raus, ne? Immer einen Tag nicht oder zwei. Aber sagen wir mal so, und es sind unterschiedliche Situationen, wie unterschiedliche Bücher, wie verschiedene Bücher, verschiedene Geschichten. Und jeder muss für sich immer gucken, werde ich da heute abgeholt? In einzelnen Dingen, im Ganzen, wie? Ne? Das muss nicht unbedingt eins zu eins alles auf dein Leben passen. Ne? Es geht um die Essenz, die du dir da rausholst, was du mitnimmst für dich. Und ganz wichtig, ne? Es ist auch zur Unterhaltung da. Bitte vergiss das nicht. Das ist ja auch ein YouTube-Video, keine persönliche Legung. Wenn du die möchtest, kannst du die gerne haben. Ein bisschen Geduld mitbringen müsstest du im Moment. Hier in der Infobox, unter diesem Video, findest du alles Wichtige mit meiner Homepage: kartenlegen-mareike.com. Meine, was weiß ich nicht alle, WhatsApp. Aber keine Anrufe, nur Nachrichten und keine Vorabinformationen. Bitte keine Vorabinformationen. Ich lege dann intuitiv. Das Einzige, was ich natürlich wissen muss von dir, wenn du eine persönliche Legung haben möchtest, ist das Thema. Also, dass du sagst, Liebe, ne? Oder Familie oder ja. Rundumblick ist was, dann kann man alles gucken, ja, oder Liebe, eben Beruf, Finanz, was weiß ich. Und ja, das war es dann auch schon, ne? Und bitte vorher noch nichts schreiben oder so, weil viele schon vorher so viel und ich leg halt lieber intuitiv. So, so viel dazu, meine Juden. Jetzt kommen wir aber hier zum Ende. Ich hab hier mein Bestes gegeben, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die Schuseline verabschiedet sich jetzt. Bis morgen, sage ich mal so. Heute sind wir wieder in meinem Wohnzimmer gewesen. Ich wechsle hier im Moment die Location. Ja, das im Raum ist dann richtig fertig. Wo ich vorher die Videos gedreht habe. Und ich muss jetzt hier immer so hin und her und gucken, wo ich das gerade machen kann. Aber ist doch wurscht. Am Ende geht es doch um die Legung, ne? Oder wie seht ihr das? Bitte lasst mir einen netten Kommentar da. Was zum Thema mein Leben aktuell, mein Umzug, mein Rückzug oder wie man das nennt, ne, wieder angeht. Da hat jemand eben den tollen Vorschlag gemacht, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen und das werde ich tun. Im Moment ist alles so viel, es ist alles so viel, das ist schwierig und gerade ich Luftmensch, ne, sozusagen. Und dann solche Sachen, das sind für mich große Herausforderungen, so, ne, logistisch und all den ganzen Pipapo, ne. Ja, und dieses Ganze, was da auf einen einstürzt. So, und deswegen werde ich das auch machen, eine Gruppe. Und da können wir uns dann richtig cool austauschen. Und das finde ich eine geile Idee. Und wenn ich die erstellt habe, werde ich das auch nochmal ansagen bei meinen nächsten Videos. Ne? So, jetzt für heute ist die Schusseline erstmal raus. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Ein Daumen nach oben ist dasselbe wie loben, nicht vergessen. Tschüss, Leute. Leute. Machtet gut, schwingende Hut.